Die Season 14 ist da und der Rocket Pass ist so lala. Aber die Heizor-Explosion, die ist lecker. Die aber gerade noch gar nicht im Spiel ist. Trage also gerne den Creator-Code ANYYARD ein, falls du den Rocket Pass kaufen solltest. Heute mache ich meine 10 Einrank-Spiele im 1 vs. 1, aber noch mit dem Dominus. Ich möchte noch nicht zu den beiden neuen Autos wechseln, weil, naja, der Dominus fährt sich aktuell für mich so gut. Der Gegner macht einen Fehler, das ist auch schon mal wichtig. Boost mitnehmen, den Ball einmal gut anspielen, um einen guten Start in die Season 14 zu haben. Mein Ziel für die Einrank-Matches sind, 5 Spiele zu gewinnen. Heißt, ich darf auch gerne 5 verlieren. Ich möchte mir selber überhaupt keinen Druck machen. Und das klappt eigentlich immer sehr gut. Ich hab den Ball nicht. Aber der Gegner macht ein paar kleine Fehler. Hier Ball kurz anspielen, Boost mitnehmen. Ich möchte es ihm schwieriger machen, den Ball zu kontrollieren. Deswegen einmal kurz anspielen. Hat gut funktioniert. Oh mein Gott. Was für ein kranker Beginn in die Season 14. Und er schreibt auch, du bist cool. Ja, danke, das weiß ich zu schätzen oder so. Meint er das irgendwie toxisch? Nee, oder? Ich weiß nicht, wie er es meint. Aber wir haben gerade Mittwoch, 17 Uhr. Die Season ist gerade frisch draußen. Und dafür läuft die erste Runde extrem gut. Jetzt einen... okay. Ich dachte, die Dominus-Hitbox würde den Ball irgendwie noch treffen. Und ich mache den Ball nicht rein. Das möchte ich auf jeden Fall in dieser Season ändern. Ich muss besser die Tore treffen. Und damit fangen wir jetzt auch schon an. Bekomme ich den rein? Natürlich nicht. Okay, ich möchte... Boost habe ich bekommen. Wichtig, ihn kurz... Er ist vorbei, aber nicht lange. Habe ich erstmal und jetzt... Ey, geh mal weg. Bin auf dem Weg in richtig geilen Urlaub. Okay, jetzt vielleicht nochmal Ball annehmen, aber jetzt bekomme ich ihn. Oh, okay, da komme ich auch nicht mehr dran. Es ist, also ich weiß nicht, ich fühle mich manchmal ein bisschen verhext. Ich kann den Ball, egal. Er schreibt schön und wetten, er macht jetzt das Tor. Bestimmt, come on, habe ich vielleicht noch, er hätte mich fast gedemot, das war ganz, ganz knapp. Ball habe ich gesaved. Kann ich den Ball bitte jetzt gleich irgendwie reinmachen? Der Ball ist nicht on target, ne? Okay, also das habe ich mir vorgenommen für die Season 14. Die ist ja auch gerade erst draußen. Aber trotzdem, das ist so lächerlich. Es ist so schlecht. Jetzt aber, oder? Nee. Bisschen zu lange gewartet. Ich führe. Alles cool. Oh, er wollte mich dämmen. Und jetzt habe ich ein Problem, aber da komme ich dran. Boost mitnehmen, ganz wichtig. Er hat mich down. Und da ist der Ausgleich. Ja, Kollege, du bist aber auch ganz schön cool. Und er schreibt Cheers. Also ich glaube nicht, dass er toxisch ist. Das glaube ich irgendwie nicht. Es ist einfach nur ein Stranger-Typ wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber ja, wir brauchen irgendwie... Wir brauchen irgendwie ein Tor. Aber ich treffe halt das Tor nicht. Ich weiß nicht warum. Jetzt... On Tag. Okay, das war ganz schlecht, aber der ist jetzt drin. Oh, er schreibt, ich bin nicht cool, ich bin kacke. Nein, Kollege, bist du nicht? Jetzt mal Real Talk, eigentlich bin ich derjenige, der super kacke gerade ist. Ich meine, ich habe, glaube ich, 15 Torschüsse gehabt und davon nicht einen Ball reingemacht. Jetzt habe ich den Ball erstmal Boost mitnehmen. Wichtig vor ihm, ganz, ganz stark. Einmal kurz faken und turnen. Jetzt anspielen. Haha, ich habe dich verarscht. Schöne Fake-Challenge von mir und jetzt... da hätte ich vielleicht drauf fahren sollen. Auf den Ball wäre vielleicht, ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Oh Gott, bitte mach den Ball nicht rein. Komme ich da noch irgendwie? Okay, okay, 3:3, noch ein paar Sekunden. Ich muss den Ball jetzt irgendwie halten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, what a save. Ich bin ehrlich, das da ist die unnötigste Overtime ever. Die Runde hätte ich schon längst gewinnen müssen. Jetzt ist der Ball drin. Und ich gewinne die erste Runde. Let's go, zweite Runde. Oh, ist der erst AFK. Und ich bekomme den Ball natürlich auch bei einem AFK-Spieler nicht rein. Aber trotzdem, ich warte nicht auf den Kollegen. Es sind hier Einrank-Matches. Ich mache den Ball ganz einfach rein. So einen Ball darf ich jetzt nicht sofort anspielen. Erstmal turnen, jetzt gleich da unten annehmen. Dann, oh, das war schlecht gemacht. Aber ein guter 50, ein bisschen glücklich. Und jetzt bekomme ich... warte mal, hat er das Dortmund-Decal drauf? Ich frage mal Terzic raus. Oh, ich brauche Boost. Reicht das? Ja, okay, den Ball kann ich, glaube ich, gut lesen. Wichtig. Und jetzt vielleicht mal einen Pinch versuchen. Der ist gut.
Zwar in mein Tor, aber das war ein guter Pinch. Ball habe ich. Okay, jetzt mache ich das besser. Erstmal annehmen den Ball. Jetzt ausgucken den Gegner. Ausgucken den Gegner. Ja, okay, das war wirklich jetzt zu einfach. Aber er schreibt irgendwie nichts zurück. Und wenn ich jetzt noch ein Tor hinbekomme, könnte das der Weg... Okay, könnte das der Weg zum zweiten Spiel im zweiten Sieg sein. Ja, ich gewinne auch die zweite Runde. Okay, das ist jetzt Spiel Nummer 5. Die ersten beiden habe ich gewonnen. Die anderen beiden habe ich verloren. Und jetzt bin ich komplett draußen. Oder ist der Ball direkt drin? Vielleicht komme ich da noch. Vielleicht... Oh, nein. Okay, ich darf aber jetzt nicht den Fehler machen. Mein komplettes Momentum verlieren. Ja, ich habe 2 gewonnen und 2 verloren. Aber ist doch alles cool. Einfach ruhig bleiben und weiterspielen. Den Ball habe ich, glaube ich. Jetzt vielleicht in Dribbling gehen. Ball. Flick. Der ist aber auch super aggressiv, der Kollege. Das macht er also wirklich richtig stark. Okay, das war vielleicht nicht so gut, aber der Kollege macht viel in der Luft und er ist halt irgendwie auch super aggressiv. Eine Mischung, die man eigentlich ganz selten sieht. Auch da wieder, er geht einfach auf jeden Ball drauf. Jetzt, okay, den Ball kann ich vielleicht erstmal an... Nein, kann ich nicht. Okay, jetzt vielleicht mal einmal den Ball... Nein! Kollege! Oh, ey, das ist unfassbar. Der könnte vielleicht drin sein. Nein, ist er natürlich auch nicht. Er fährt auf einen Aerial. Ich muss den Boost mitnehmen. Das Gute ist halt, er macht viele Aerials und irgendwann wird er vielleicht einen auch mal nicht gut hinbekommen. Aber er kann halt jeden Ball nochmal 15. Kannst du vielleicht mal jetzt nicht auf einen Ball drauf fahren? So, er ist weg. Oh, wichtig. Ganz kurz mal Ruhe. Er spawnt natürlich Near Post. Oh, er bekommt auch noch das Glück und kann das... Also, der Kollege, ich weiß nicht, super unangenehm. Ja, und so ein Ball muss ich halt reinmachen. Was? Du gibst mir Raum? Ich kann mal einen Ball führen? Ist ja... Okay, ja, ich habe hier überhaupt nicht gepanickt. Aber da kann man es halt sehen, wenn man ein bisschen Raum bekommt vom Gegner, dann ist der Ball halt auch mal ganz schnell drin. Das hat er halt eben wirklich gut gemacht. Er hat mich super aggressiv abgefangen, jeden Ball von mir. Der ist nicht drin. Jetzt wird es vielleicht ekelhaft. Na doch nicht, den Ball kann ich eigentlich lesen. Guter Pinch. Boost habe ich nicht bekommen. Hauptsache mal ein bisschen dranbleiben, auch ohne Boost. Er geht wieder auf einen Aerial. Brumm, 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 brumm. Und ich fahre mal ans Backboard. Das gibt mir ein bisschen mehr Reaktionszeit. Okay, jetzt macht das nicht so gut. Okay, er ist aber sofort wieder da. Jetzt vielleicht mal ein Ground zu Aerial. Der sieht gut aus. Guter Fake. Weggerammt, weggerammt. Und der Ball ist drin. Clip, dass du Bronze? Das Ding ist halt, ich verstehe solche Leute halt nicht. Ich meine, er verkackt seine Aerials und ist dann Open Netz. Und naja, dann ramme ich ihn halt weg. Aber meine Güte... Dann mach's halt besser und da auch schon wieder. Dann mach halt einen besseren Touch. So ist es halt ein leichtes Spiel für mich, den Ball reinzubringen. Oh, warte kurz. Ich kann gleich skippen, aber ich muss vorher einmal dieses schöne Tor klippen. Und das riecht doch wieder nach einer Overtime. Boost bekomme ich nicht. Er macht den nächsten Aerial. Kann ich den... Okay, ja gut, ich muss ihn gar nicht antizipieren. Der Ball ist einfach so drin. Ich gewinne die Runde hoffentlich vor der Overtime. Ja, ich gewinne die Runde. Und nachdem ich alle 10 Spiele gespielt habe, 5 gewonnen und 5 verloren habe, bin ich Diamant 2.